أحب الله والإسلام، 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 أحب الله. Bevor wir anfangen mit unserer Rede heute, es gibt eine sehr wichtige Empfehlung für uns Muslime alle, damit wir Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und das hat zu tun mit der Rede von Jumu'ah. Wenn man zu Jumu'ah kommt, dann sitzt man und da darf man nicht sprechen, da darf man mit den Kindern nicht spielen, da darf man nicht anrufen, da sitzt man und da hört man, was der Imam sagt. Da hört man zu. Und wir kommen hier, um Lohn zu bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man redet oder spielt oder mit den Kindern redet oder mit den anderen spricht, da hat man keinen Lohn mehr. Da ist das umsonst, was man gemacht hat. Deshalb sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wir müssen unsere Religion verstehen. Wir kommen hier, um Lohn zu bekommen. Wir verlassen unsere Arbeiten, wir verlassen unsere Familien und wir kommen hier. Aber wenn man hier spielt oder mit anderen redet, da hat man keinen Lohn mehr. Auch vor Jumu'ah sollte man hier kommen und sitzen, Koran lesen oder etwas tun und nicht miteinander reden. Und nach Jumu'ah sollte man leise sein, wenn man auch die Moschee verlässt. Das müssen wir beachten, liebe Brüder und Schwestern. Weil wir den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man seinem Bruder sagt, sei leise oder hör zu, dann hat er kein Jumu'ah mehr. Obwohl, sei leise oder hör zu, gut ist, Empfehlung ist, Amr al-Ma'ruf, das gute Gebieten ist, aber trotzdem, man darf gar nicht sprechen in Jumu'ah und zuhören, was der Imam sagt bis zum Ende von Jumu'ah. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira thumma amma ba'd. Alles Lob gebührt Allah, dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad. Salawatullahi wa salamu alayhi, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Wir haben voriges Mal über bösen Blick gesprochen. Das bedeutet, dass man mit seinen Augen, mit den Augen jemanden Böses treffen können. Und da haben wir gesagt, wir werden dieses Mal über Heilmittel für den bösen Blick, für diesen bösen Blick erzählen. Was gibt es von Heilmitteln in unserer Religion? Aber davor, damit man etwas versteht, es gibt Unterschied zwischen Neid und zwischen bösem Blick. Der Neider ist mehr als derjenige, der mit bösem Blick trifft. Der Neider, der beneidet die anderen, weil er das Gute, was er bei den anderen sieht, der will dasselbe haben. Und egal, was mit den anderen passiert. Und der Neider, der hat eine Krankheit im Herzen, wal-iyadu billah. Sein Herz ist nicht sauber. Und der Neider, der sagt dir nicht, ich beneide die anderen, warum haben sie das und warum haben sie das? Nein, der macht das nicht so. Der fängt an, die anderen zu kritisieren, die anderen zu beschimpfen, über die anderen schlecht zu reden. Der kann dir nicht sagen, ja, die sind erfolgreich im Leben, aber ich nicht. Die sind gut, aber ich schaffe es nicht. Und deshalb macht der Neider sowas. Aber derjenige, der mit bösem Blick trifft, ist nicht so wie ein Neider. Weil derjenige, der mit bösem Blick trifft, der hat kein schlechtes Herzen manchmal, sondern der kann jemanden sehen und da gefällt ihm, was er von einer Person sieht, deshalb trifft er mit bösem Blick. Der Neider, der trifft sich selber nicht, aber derjenige, der mit bösem Blick trifft, der trifft sich selber manchmal. Deshalb muss man aufpassen, wenn du bei jemandem etwas siehst, dann sagst du, möge Allah das segnen, möge Allah das segnen. Wenn es bei dir ist, was gut ist, dann sagst du, MashaAllah, Allahumma barik, möge Allah das segnen. Und so schützt du dich und schützt du die anderen vor deinem bösen Blick. Passt auf, Amir ibn Rabi'a ist ein Sahabi, der hat seinen Bruder Sahl ibn Hunayf mit bösem Blick getroffen. Und Amir und Sahl, die haben die besten Herzen, die sind von Sahaba. Aber der hat vergessen. Der hat vergessen zu sagen, Allahumma barik. Deshalb, derjenige, der mit Blick treffen kann,
Der braucht nicht unbedingt schlechte Person zu sein, sondern der kann gute Person sein. Und deshalb soll man unterscheiden zwischen bösem Blick und zwischen Neid. Aber es gibt bestimmte Krankheiten, die Symptome haben. Und diese Symptome manchmal, die gehen ineinander. Deshalb man kann das nicht genau wissen. Und zwar, wenn man von Magie getroffen ist, von Zauberei getroffen ist, wenn man von Djinn getroffen ist, wenn man vom bösen Blick getroffen ist, wenn man beneidet worden ist, von Neid getroffen ist, wenn man Sünden, große Sünden begeht, oder wenn man drogenabhängig ist, oder wenn man krank ist, psychisch krank oder herzkrank ist. Es gibt diese Symptome und die sind unterschiedlich. Aber soll man aufpassen, nicht weil man ein Symptom hat, da denkt man sofort, ja, ich bin von Djinn besessen oder vom bösen Blick getroffen. Wenn du Allah fürchtest und wenn du dreimal früh, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, dreimal قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقْ, dreimal قُلْ أَعُوذُ رَبِّ النَّاسِ liest und dreimal Abend, dann passiert dir nicht. Allah schützt dich, subhanahu wa ta'ala. Wenn dir was passiert, das heißt, du machst eine Sünde oder du machst Schlechtes. Auch Stress hat diese Symptome. Und diese Symptome, die sind wie manche, nicht alle. Manche Symptome, die sind so, man vergisst schnell. Man hat kein Appetit oder manchmal man will viel essen. Man will nicht so viel schlafen, man kann nicht schlafen in der Nacht. Da denkt man viel, viel. Da denkt man viel, da kann man nicht schlafen. Da merkt man keinen Segen in den Taten, was man macht oder in dem Geld, was man verdient. Wenn man etwas anfängt, da geht das nicht zu Ende. Der kann das nicht schaffen bis zu Ende. Man sieht manchmal bei Leuten, der sieht vor sich so wie ein Vorhang. Wie Nebel vor seinen Augen. Der ist müde, müde. Man, der geht zum Arzt, der Arzt sagt, wir wissen nicht, wir wissen nicht. Aber der ist müde und der ist träge allgemein. Der will nicht viel Koran lesen. Der will kein Gebet verrichten. Der will nicht so viel Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Bei manchen, die nehmen überhaupt kein Parfüm. Und die wollen auch sich nicht waschen. Angezeigt, die wollen sich nicht waschen. Und manche, die fangen an, mit sich selber zu sprechen. Andere, die sind, wal'iyadu billah, tätig gegen die anderen. Die beschimpfen die anderen, die reden schlecht. Bei manchen, das gefällt ihnen gar nicht. Egal, was du sagst, ob gut oder nicht gut, das gefällt ihnen gar nicht. Und einige, die fangen an, Probleme zu machen. Es gibt nicht, aber der fängt an, Probleme zu machen. Der schreit die Leute an, der beschimpft sie. Und das sind Symptome für diese Krankheiten. Magie, Djinn. Ein Djinn kann einen Menschen treffen und er kann in einen Menschen auch reinkommen. Manche Leute sagen, das ist gelogen. Der Prophet ﷺ hat Ruqya gemacht. Deshalb, barakallahu fikum, diese Sache ist eine Tatsache. Aber man kann sich schützen. Und es gibt Schutz für diese Sachen. Wenn man betet, wenn man kein Haram begeht, wenn man keine Sünden begeht, dann ist man geschützt. Und deshalb, wenn man diese Symptome hat, da musste man sich selber fragen, wo ist mein Fehler? Erstmal suchst du nach deinen Sünden. Machst du Sünden? Dann ist das. Dann ist das, du musst Tauba zeigen, Reue zeigen. Wenn das anders ist, dann gehst du zum Arzt. Vielleicht hast du Probleme mit deinem Körper oder du bist krank. Wenn das nicht der Fall ist, vielleicht bist du psychisch krank. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte Sihr oder Djinn oder Ein sein. Das wird bösen Blick. Wenn du jemanden vorwirfst, dass er dich mit bösem Blick getroffen hat, dann gibt es auch dafür Lösung. Und die Lösung ist, diese Person, die macht Wudu, der wäscht seinen Mund und sein Gesicht und seine Hände und seine Füße und seine Knie. Und dann von innen des Kleides, der tut das im Wasser. Und dann nimmt dieses Wasser und da kippt man dieses Wasser von hinten auf den Rücken von demjenigen, der krank ist durch bösen Blick. So hat das gemacht zur Zeit vom Propheten Muhammad s.a.w. haben die Familie von Sahel ibn Hunayf gemacht. Die haben von Amir ibn Rabi'a, wir haben das voriges Mal erklärt, der hat ihn gesehen, Amir. Amir hat seinen Bruder gesehen, Sahel. Der hat gesagt, oh, schöne Haut hat er. Ich habe niemals so schönes Haut gesehen, so schöne Haut wie diese. Dann ist er gefallen und er war krank. Die wussten nicht mehr. Der Prophet hat gesagt, denkt ihr, dass jemand ihn getroffen hat? Die haben gesagt, ja. Die haben das Wasser genommen, sie haben
das gemacht, was ich gerade erzählt habe, dann war er sofort gesund. Der war sofort geheilt. Zweitens, Ruqya. Ruqya bedeutet Lesen vom Koran. Und aufpassen! Aufpassen, liebe Muslime, überall! Aufpassen. Es gibt manche, die gehen die Leute zu ihnen, die nehmen Geld von den Leuten. Und er sagt ihm, wie heißt deine Mutter? Wer heißt deine Großmutter? Oder du sollst zum Beispiel etwas schlachten bei einem Grab. Diese Leute sind Magier. Diese Leute sind Magier. Und man darf ihnen nicht geben, man darf zu ihnen nicht gehen. Aufpassen. Wenn man Ruqya macht, das wird Lesung vom Koran. Man nimmt den Koran und man liest davon. Du kannst das für dich selber machen. Du brauchst nicht die anderen. Damit du von den Leuten bist, die ins Paradies kommen, ohne Strafe und ohne Abrechnung am letzten Tag. Die sind die Leute, die von den anderen kein Ruqya verlangen. So aufpassen in diesem Zusammenhang. Ruqya, Lesung vom Koran. Drittens, die Hadithe, die wir haben. Wenn man krank ist, da tust du deine Hand auf den Körperstelle, wenn das schmerzt, und du sagst bestimmte Bittgebete. Der Prophet Muhammad SAW hat uns diese Bittgebete beigebracht. Der hat uns das beigebracht. Sagst im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, fange ich an, mit dir Koran zu lesen. Mit Namen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gibt dir Gesundheit. Mit Namen, und es gibt dafür, es gibt Hadithe, die hier sind. Am wichtigsten, wenn du dich schützen willst, dann lies dreimal früh, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbil nas. Die Sura 112, 113, 114. Dreimal früh und auch dreimal abend. Wenn du das machst, dann bist du geschützt, weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, dich zu schützen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann machst du falsch. Du machst einen Fehler dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht schützt. Und in unserer Religion, für jede Krankheit, gibt es ein Heilmittel, gibt es ein Medikament, außer zwei, dass du älter wirst und dass du stirbst. Es gibt kein Heilmittel dafür. Wir werden alle alt und wir werden alle sterben. Aber alle anderen Krankheiten, die haben Heilmittel. Vielleicht können wir das erstmal nicht, aber später ja. Vor 1000 Jahren hat man kein Heilmittel für bestimmte Krankheiten gehabt, aber heute hat man Heilmittel. Vielleicht auch in ein paar Jahren haben wir auch für die, sage ich jetzt, für diese Krankheiten, die man heutzutage sagt, unheilbar, findet man dafür auch Heilmittel. Aber eine Sache ist sehr schlimm, wenn man krank im Herzen ist, wal'iyadu billah. Wenn man Neid und Hass auf die Muslime hat, wal'iyadu billah. Wenn man, wal'iyadu billah, im Herzen lügt und betrügt, wal'iyadu billah. Und wenn man nur schlechte Vermutungen hat im Herzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen heilen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zungen reinigen. Unsere Taten reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Uns ins Paradies bringen. Allahumma aslih dhata bainina. Wa alif baina qulubina. Wa adina subul as-salami wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma man arada bil-islam wal muslimina khayran fawaffiqh. ومن أراد بهم شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين وتدميره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم انصر عبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحب الله والإسلام 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 أحب الله